Hi, ich bin Joshua und ich spiele Gitarre bei Turn the Course. Hi, ich bin der Noah und ich spiele Schlagzeug bei Turn the Course. Ja, also im Grunde kann man sagen, ist bei uns entstanden, eigentlich besser gesagt bei ihm im Keller. Er hat damals noch Schlagzeug gespielt, hat dann irgendwann aber aufgehört und hat dann mit Gitarre angefangen. Dann haben wir halt dann gesagt, komm, setze ich mich halt mal einfach mal wegen ans Schlagzeug, weil wir hatten eigentlich beide schon immer Bock auf Musik, sag ich mal. Ja. Und ja, irgendwann sind wir dann nochmal zum Proberaum gekommen von seinem Vater, haben dann da ein bisschen rumgewerkelt. Kann vielleicht noch dazu sagen, wir haben jetzt eigentlich auch schon davor 2 Jahre, kann man sagen, zu zweit eigentlich Musik gemacht, bevor wir dann überhaupt mal auf den Trichter gekommen sind. Das halt mal ein bisschen größer aufziehen, die ganze Sache. Lass mal ein paar Leute finden, die vielleicht mitmachen. Und dann haben wir eben über Facebook etc. den Baha und den Felix gefunden. Und ja, mittlerweile stehen wir hier, wo wir jetzt sind, ne? Ja, genau. Also gegründet hat sich dann Turn the Course, wenn man es an einem Datum festmachen will, ungefähr im September 2014. Also bis wir dann vollständig waren, der Felix ist dann im Dezember 2014 zu uns gekommen, haben wir erstmal versucht an unseren Songs zu arbeiten, die auch live tauglich fertig zu machen, und haben dann auch relativ schnell im März 2015 dann im Jugendhaus in Schweinfurt unseren ersten Auftritt gespielt, und dann kamen immer mehr, ein paar mehr lokale Shows, und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Gibt es schon die ein oder andere Story? Ja, so auf Tour passieren immer einige unerwartete Dinge, die sich dann ja zu ganz witzigen Geschichten entwickeln können. Das auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein super Gefühl, allein immer durch Deutschland zu fahren und irgendwo durch Städte zu ziehen, wo man vorher noch nie war, gerade irgendwo gespielt, dann ist natürlich dann die Stimmung wirklich auf dem absoluten Höhepunkt, sag ich mal. Und da braucht es eigentlich auch gar nicht viel, sag ich mal, weil mit unseren Leuten, die hier zusammen sind, da ist eigentlich die Stimmung immer gut, egal wo man ist oder egal was man macht, ob man da feiern geht oder ob man dann einfach noch irgendwo in der Location sitzt, noch ein paar Bier trinkt. Also da gibt es so unglaublich viele Stories. Wer weiß, vielleicht laden wir ja nochmal irgendwann ein altes Video oder so hoch für die Crowd. Vielleicht, irgendwann. Vielleicht, mal gucken, ja. wenn wir irgendwann alle schon feste Arbeitgeber haben. Ja, man kann sagen, wir spielen jetzt schon 3 Jahre, also mehr als 3 Jahre mittlerweile zusammen in einer Band, und es sind, also da kann ich für mich sprechen, wirklich meine besten Freunde, mit denen ich zusammen Musik machen kann, und es gibt eigentlich nichts Besseres. Ich liebe dich auch.